jetzt 4 Euro dafür bezahlen, aber da muss Helmut ihn noch sauber machen. Machst du ihn noch sauber? Nee, nicht. Jo! Helmut! Ah! Vorbereitet! Alles dabei! Alles dabei! Da ist er, Leute. Schaut euch an. Bei Kaiserwetter. Endlich ist er fertig. Und damit liebe Grüße vom BER Airport hier in Berlin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht es auf dem Oberteil. Es ist wieder Hola Señores en Señoritas Zeit hier auf dem Kanal. Es geht für 5 Tage nach Mallorca für die Norwegen-Freunde und für alle Roadtrip-Freunde, keine Sorge, es geht im Norwegen-Roadtrip weiter. Es ist nur eine kurze Pause. Wir schieben die 5 schlanken Folgen Mallorca, schieben wir dazwischen und dann geht es im Anschluss weiter mit den Norwegen-Folgen. Und damit halten wir die Ansprache kurz und sagen, wir sind da. Genau, ihr habt richtig gehört, dieses Mal als ganze Gruppe. Geballte Lüden. Ich habe beide Östrogen-Power dieses Mal dabei. Natürlich meine bessere Hälfte, Melbe, dieses Mal wieder dabei. Dann haben wir Chestnut, die alte Kastanie und ganz frisch in der Gruppe hier. Silvana. Silvana ist das erste Mal geflogen in ihrem Leben. Erzähl doch mal, wie war's denn? Ja. War nicht gut anscheinend. Also sind heil angekommen. Und jetzt raus. Und entweder leisten wir uns ein Taxi, weil wir diesmal 4 Leute sind, oder wir fahren mit der A2. Fünf schlanke Mallorca-Folgen erwarten euch jetzt wieder jeden Samstag. Und wir sind ja nicht bei RTL2, nein. Es geht ja nicht nur ums Gesaufe in der Schinkenstraße im Megapark, da gehen wir natürlich auch wieder hin. Wir haben uns natürlich auch wieder einen Mietwagen klar gemacht und wollen zwei, dreimal ein paar Punkte auf der Insel anfahren. Daya und Kala die Uhr zum Beispiel. Ja, mal gucken, wie es da wird. Unter anderem auch ein Strandfestival ist geplant. Schauen wir, ob das alles so klappt. Mensch, du haben sie aber ganz schön Klotzen statt Kleckern hier im Megapark. Da haben sie ja jede Säule beschriftet. Crazy, crazy, crazy. Ist, mach mal Platz jetzt hier. Ah, das ist es doch. Herrlich. Endlich wieder daheim. So, jetzt geht das mal wieder zur A2. Für einen schlanken Fünfer an die Playa. Willkommen am Ballermann, Mädels. Also, so sieht's aus, ja. Der berühmt-berüchtigte. Aber noch recht ruhig. Wettermäßig ist hier heute natürlich grau, aber warm. Aber es verlockt mich gerade irgendwie jetzt erstmal 4 Bier zu holen in der Bierstraße mit den Koffern. Dass wir erstmal jetzt ziehen jetzt hier. Eng. Koffer können warten, erstmal. Okay, ist leer, komm rein. Ah, es ist wieder schön, da zu sein. Perfekt. So ist Papisa dieses Jahr. Papisa Sofia. War ich schon zweimal drin gewesen. Ich blende mal noch ein Bild ein. Früher war es orange. Das weiß ich noch. Ah, irgendwo zwischen 6er und 7er befinden wir uns. Guck hier. Schön bequem hat das sich gemacht, der El Presidente. Ah. Ja. Alibaba ist natürlich auch mit dabei dieses Jahr im Urlaub. Komm, steh doch mal auf jetzt, Mensch, hier für die Leute. Guten Tag. Du siehst fünf Folgen Alibaba pur. Scheiße. Und Jogi Jog mit dabei. Hallo. Na, was denn mitkommen? Ja, jetzt ja.
Schön hier. Dann gucken wir erstmal, was wir für ein schönes Zimmer hier kriegen. Mhm. Na gut. Oh, Schweinchenrosa. Es sieht aus wie ein Hotelzimmer, das ist ja ultra klein. Das ist ganz eine kleine Erinnerung. 5 Tage Ballermann mit Freundin. Ich hab's mir nicht rausgesucht. Beginnt jetzt. Aber gucken, wie es wird. So, guck mal, was wir für einen Ausblick haben hier. Na, das letzte Mal habe ich auf die Müllschleuse geguckt. Das ist schon mal eine Steigerung. So. Na klar, die haben alle einen Balkon. Naja, wenn du fest dran denkst, siehst du es mehr. So, very tricky hier. So muss erstmal eine Grundversorgung da drüben im Supermarkt, weil, wenn man eine Freundin mit hat, braucht man Sonnenöl. Also eigentlich, wenn man so eine Weißwurst wie du ist, braucht man Sonnenöl. Ich habe noch nie Sonnenöl geholt, ja, aber gut. Auf jeden Fall nehmen wir ein Wasser mit. Das muss sein. Ich weiß gar nicht, wie viel sowas kostet. Vielleicht ein 10er, 12 oder so. Wir haben jetzt für das Wasser, das Bier, seit den Gummibärchen, Deo und dieses übelst geile Sonnencreme-Milchzeug 38 Euro bezahlt. Übelst krass. Naja. Hey, du isst ja schon. Wow, eins habe ich gekriegt. Das ist genau ein kleiner Wurm, habe ich gekriegt. Da müssen wir aber viel Bier trinken. Was haben wir noch links eingekauft? Ja, ich habe eine ganze Stiege geholt. Oh Mann. Jörg hat schon Bier geholt. Dann müssen wir das halt trinken, dann müssen wir das andere wieder hochbringen dann. Machen wir erstmal ein großes Ping jetzt oder was? Ist das von dir alles? Nein, machen die Bäume. Vielen Dank. Es ist soweit. Die allererste Challenge ist, wird jetzt gezogen. Ihr habt abgestimmt. Ich blende noch mal ein. Bunga Bunga für Aldi Aldi. Melde, melde deines Amtes und lese vor. Ich habe aber nicht die ganzen 24 Stunden Zeit, von daher gilt das nicht. Du hast bis Ende Sonntag Zeit. Bis Ende Sonntag? Ja, bis 5 Tage hast du Zeit, wie in New York. Lest doch jetzt vor. Bis Ende Sonntag? Mach mal hin, ich krieg einen schweren Arm. Lieber Alibaba. Bist du laut, die Kamera ist weit weg. Die Kamera muss näher ran. Alleine machen hier. Ich hab nur drauf gewartet. Lieber Alibaba, jeder weiß, dass auf Mallorca neben Malokinern auch Deutsche sowie eine gewisse Anzahl von Senegalesen leben. Doch der Kontakt von Deutschen zu gerade Letzteren hat während Corona stark gelitten, da nicht so viele Urlauber in den letzten 2 Jahren auf der Insel waren. Jetzt ist wieder alles anders. Zeit, dies mit einem Freudentanz zu feiern. Aufgabe: Gehe zum Helmut deines Vertrauens und tanze ganze 30 Sekunden mit ihm. Regel: Um ihn herum tanzen zählt nicht. Er muss seine Hüfte schon mitbewegen. Viel Erfolg. Wir haben heute mit so viel Helmuts Kontakt gehabt. Nee, gestern war das. Gestern. Na dann, hat gesagt, gib das ist kein Problem. Geld mache ich alles. Von daher, es ist nur ein Problem. Na dann, bin ich gespannt. Das war ein schönes Ding von dir, Stitz. Am Pool. Jetzt gucken wir erstmal kurz in die Schinkenstraße rein. Ich will mal noch fix einen Livestream machen. Und ja, trinken wir es mal ein Pink. Gucken. Spannend hier, endlich wieder wie früher. Ey. Oh, herrlich, nachdem die letzten 2 Jahre hier das so ruhig war. So muss das sein. Mega. Wieder draußen, kurze Exkursion im Bierkönig. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Bus Richtung Palma. Richtig geiles Restaurant. Schön. Mangiade, mangiade. Ich freue mich auch, dass Jörg wieder mit dabei ist.
Ihr seht, ihr könnt auch mit 31 einen Ballermann fahren. Ja, ihr müsst da nicht zu Hause bleiben. Auch in dem Alter mit 31 könnt ihr gerne mit hierher kommen. Du musst einfach regelmäßig hier hinfahren, dann bleibt er jung. Ja, genau. Der Jungbrunnen hier. Der Jungbrunnen. Das sind Mel ihre ersten Erfahrungen mit einem Helmut. Ja. 85 Euro für die Brille. Es ist immer schön, wenn man was trinken kann. Wenn man mal was trinken und vom Taxi überfahren wird. Wenn man mit Vicky hier ist, dann ist Alibaba. Nice. Was machen die denn jetzt hier? Vertrag oder was? Mel, wie siehst du denn aus hier? Nee, das wird nichts. So nehme ich dich nicht mehr mit. Das ist eine vernünftige Brille. Ich finde die ganz geil. Ja, aber nur wenn die andere aufhaben, nicht wenn du die aufhast. Ich werde jetzt 4 Euro dafür bezahlen, aber dann muss Helmut die noch sauber machen. Machst du die noch sauber? Wenig. Jo! Helmut! Ah! Vorbereitet! Alles dabei! Alles dabei! Gefällt dir wirklich? Ich finde die cool. Mann, ja. Okay. Daumen steht da oben, ist besser. Der Daumen ist besser. Okay. Und dann hier ist was los. Sonst muss man fahren. Und da hat er 8 Euro gut gemacht. Ja. Linie 23. Ab hier geht es jetzt erstmal los Richtung Palma. Ich habe schon leicht ein Kleben heute. Ey. Und dann gibt es erstmal was zu essen. Ey. Wenn man was im Magen hat, dann gibt es. Also Randall? Nee, das ist Chicky. Amas! Amas! Luft. Mein junger Freund, atme Luft. Atme tief, die Luft ist selten. Wir sind angekommen am Plaza de España jetzt. Und dann warten wir mal auf Niklas, der ist bestimmt auch gleich da. Denn Tradition ist natürlich, am ersten Tag erstmal nach Palma zu machen und mit Niklas was Schönes zu essen. Wir kommen in Palma, im Zentrum. Und was stellst du fest? Deine erste Aufnahme? Viel los. Viel los, ja, ist viel los. Ja. Ja, jetzt warten wir noch 5 Minuten auf Niklas und dann geht's. Guten Tag, da ist er wieder. Jedes Jahr Niklas natürlich wieder zum ersten Abendbrotessen am ersten Tag. Schön, dass es dich noch gibt. Gleiche Alles Stelle, gleiche Welle. Natürlich. Sehr schön. Jetzt wieder. Ich stell dich mal ganz kurz vor. Tu das bitte. Chestnut. Hi. Silvana, hallo. Meine bessere Hälfte, Melanie. Freut mich. Alibaba. Nicht nötig. Kennst du von den Videos und Jörg von der letzten Jahr da hinten? Ja, dann kommen wir jetzt. Die Damen, kommen wir in die Runde. Freut mich. Ja, schön hier wieder da zu sein. Etwas voller als beim letzten Mal. Du warst ja bestimmt auch schon im Bierkönig gewesen oder Megapark oder was immer, oder? Ich war tatsächlich dieses Jahr nur ganz, ganz kurz im Bierkönig. Was schön ist, das ist wieder so wie früher eigentlich, oder? Das stimmt. Dieses Feeling, ich wollte im Bierkönig vor uns drin, es ist wieder so wie früher, die Stühle stehen alle da, die Leute sind da, die Stimmung ist da, es ist halt wieder, nicht es mehr ist die geil. Bierzeltgarnituren, ne? Oh, nervig. Version. Hier kannst du dich der Touristengruppe anschließen, du musst nichts bezahlen. Wird es ja schwer mit 3 Frauen durch diese Zone, Fußgängerzone zu gehen. Ohne dass sie mal nach links abschweift. Willst du noch mal hierher kommen nach Palma? Kann ich erst mal was essen. Okay, ach, Essen ist doch wichtiger, Niklas. Jetzt hast du eine Antwort. Gesagt. Erstmal essen. Hunger Platz 1, Shopping Platz 2. Ja. Chestnut, was hältst du hier so von Palma bis jetzt? Sieht besser aus als Chemnitz, oder? Also vom Feeling her auf jeden Fall. Ja, ne? Ist halt.
ist angekommen. Niklas, du kannst den Namen gerne aussprechen. Ich kann es nämlich nicht. Lambigu. Lambigu? Schreibst du das so aus? Schön hier an der Church. Mega cool. Und nicht ganz so laut hier, nicht ganz so wirklich. Nur die Mülltonnen stinken ein bisschen, aber ansonsten. Jetzt gibt es erstmal ein schönes Rosa Blanca. Frisch gezapft. Frisch gezapft. Aber die Mädels haben noch nichts zu erwarten. Ach, habt schon Wein. Habt schon. Na dann, ping. Okay. Ping, 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 ping. Ich kann nicht betrügen. Ich mach mal hier. Komm, mach mal deinen Arm. Den letzten Wirbel rausholen. Meine Fresse. Haben sie auch wieder ins rausgehauen. Ich würde jetzt mal wieder fragen. Das ist, was ist denn das? Das ist Tartar, nee, Aubergine, nee, Avocado-Tartar mit Erdbeeren, logischerweise. Kresse oder? Ah, richtig cool. Das ist jetzt der Kabeljau oder was? Mit geilen Kartoffelbrei oder was ist das? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Oh, das sieht aber geil aus. Was ist denn das? Möhre. Salat haben die Mädels da hinten, Alibaba hat. Guckt euch den Burger an. Chicken. Eine Pracht. Und ansonsten, a day without a burger is not a good day. Weit nein, dunkel ist es geworden mittlerweile. Jörg, hat es geschmeckt? Der Burger. Oh, alles lecker, lecker, lecker. Jetzt holen wir uns noch richtig geilen Cocktail irgendwas in der Bar. Lauf noch ein bisschen durch Palma Night. Hier geht es wieder nur um Krankheiten bei der anderen. Kehlkopfkrebs. Alibaba macht schon wieder nur Fotos. Richtig cool hier. Ja. Siehst du? Alibaba, hast du dir schon mal Gedanken gemacht bezüglich Bunga Bunga? Oh, ich will vergessen. Morgen früh kriegst du einen neuen Brief, ne? So. Wir gehen ja noch mal an der Playa. Ja, natürlich gehen wir heute Abend noch mal an der Playa. Ist, ich bin schon nächste. Bin ich wieder entspannt, weißt du? Weil wir müssen heute Abend mit Simon noch ein Bier bringen. Natürlich, Simon. Kathedrale. Ja. Hier riecht es übelst nach Pisse. Wir sind jetzt angekommen im Hafen und wie nennt sich das? Wo wir hingehen oder? Ja, wo wir hingehen. Wir gehen 49 Steps, wie man schon auch erkennen kann. Dass sind das genau 49 Stufen? Genau. Ich, ob die hier arbeitet oder ob die hier trinkt, deswegen. Macht für mich keinen Unterschied, die Nummer würde ich ja trotzdem geben. Ich gebe dir meine Nummer. Aber man erkennt bestimmt leider überhaupt nichts auf der Action Camp. Wir sind gerade am Hafen jetzt. 49 Steps. Jetzt haben wir fix den Cocktail weggezogen. Frisch ist es auch. Deswegen geht es jetzt ab ins Taxi. An die Playa oder dann gehen wir mal Bierkönig oder was? Also irgendwie probieren wir jetzt hier ein Taxi mit 6 Mann zu kriegen. Ich glaube, das irgendwie klappt. Ich sage erstmal Niklas, erstmal ciao. Oder kommst du mit, Döner? Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Machen wir noch ein bisschen Arenal unsicher. Machen wir noch ein bisschen. Das gehört in dem Mai auch ganz Saufi, Saufi dann, ja. Ja. Dann komm gut nach Hause, schön, dass du dabei warst. Ja, ich warte noch, bis ihr rein seid. 6 Minuten kommt da ein Bus. Ja, da fahren wir den Bus. Ja, hier vorne. Na dann. Übrigens, das habe ich als Insider-Tipp gesagt, er wollte es nicht wahrnehmen. Deiner Busfahrer. Na dann lauf. Na dann, wir folgen dir. Achso, du kommst mit? Ja, ich muss mit. Herrlich. Überhaupt habe ich gehört, oder soll das Mamamoo auch, soll essensmäßig gar nicht so schlecht sein, was Rippchen betrifft und so. War tatsächlich gestern was los oder vorgestern? Ja, das soll echt gar nicht schlecht sein. Ja. Richtig ruhig hier, Schinkenstraße.
Hallo, schmecken lassen. Bäm, sind wir wieder drin. Du, also ich bin dafür, rein, Bier holen und rein, oder? So, endlich wieder Halligalli jetzt hier nach 2 Jahren, Alter. Mega. Ja, sehr schade, dass man da oben nicht mehr stehen kann. Bierkönig hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt. Alibaba schwärmt die letzten 2 Tage schon vom Oberbayern. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ins Oberbayern. Und Dimi, auch mit am Start. Da gibt es eine Toilette, ja. Begleitet uns noch mit. Ja, dann gucken wir mal, wie es im Oberbayern ist. Der Club heißt jetzt wie? Wie heißt der Club? Der Kids Club jetzt oder wie? Hello the Club. Hello the Club, wow, wie kreativ. Gestern habe ich einen Typen kennengelernt hier, der wollte mir weiß machen, was er Rennen fährt. Wissen Sie, da hatte ich noch Mittelland. Was Ralf Schumacher? Nee, aber es hat so. Und dann sehen wir die Sonne immer voller aufgehen.
So, ich verabschiede mich aus Oberbayern. Er hat ordentlich Palmen verschnitten hier, du. Meine Fresse. So, Freunde, das war's erstmal für die erste Folge aus Mallorca. Ich hänge ziemlich in die Seile oder in den Seilen, so rum. Schon seit 5.30 Uhr wach. Anflug, einchecken, auschecken, was auch immer. Ziemlich fertig. Jetzt auch in Palma die ganze Zeit rumgestürzt. Ich bin erstmal fertig. Deswegen. Holen wir uns erstmal eine Mütze, Schlaf und greifen in der nächsten Folge definitiv an. Schaltet ein, dann verpasst ihr auch nicht von Alibaba seine neue Challenge, die er morgen dann zieht. Das war's, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo für die nächste Folge, wir sind raus. Cheerio, Schweinebacken. Die ganze Welt hat er schon gesehen und zeigt auf YouTube, was er lebt.